Winterthur ist ja für dich nicht ganz neu, habe ich gehört. Nein, ich bin schon als Kind bin ich da auf der Schützi gewesen. Ich muss mal in den nächsten Tagen mal schauen, in der Familienalbum, Fotoalbum, da existieren noch ein paar Fotos, wo mein Götti da, Rolli Paolucci, beim FC Winterthur gespielt hat. Bin ich als Fünfjähriger da schon im Restaurant und auch auf dem Trainingsplatz bin ich da schon rumgesäckelt. Und er hat mir gesagt, dass der Max Meili da ab und zu mit mir da ein bisschen Passen gespielt hat. Und ja, ich weiß, ich kann mich nicht mehr genau an das erinnern, aber aufgrund der Fotos weiß ich nicht noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen vertraut. Als Trainer bist du auch ein paar Mal da gewesen. Du hast ja vorher schon gesagt, wie hast du es erlebt? Immer schwierig gewesen. Also ich glaube, wir haben das ein oder andere gute Spiel gehabt. Ich kann mich erinnern, mit Biel, Göppmatch. Am Schluss haben wir gleich den Kürzeren gezogen gehabt, Penalty-Schiessen. Winti gegen Biel. Nicht ein wahnsinnig hochstehender, aber ein spannender, ja sogar ein dramatischer Göppmatch. Für Biel trifft der Thibaut Gorbas. Es sei nicht sein schwerster Penalty gewesen, hat Patrick Bengondo nach dem Spiel gemeint. Körperlich und geistig noch frisch, verlässt er den Bieler Goalie nach Strich und Faden. Regeltechnisch grenzwertig. Jetzt ist Biel respektive Valentin Ayo unter Druck. Er muss treffen. Tut er aber nicht. Winti ist er in die Liga. Mit Aarau war es auch schwierig gewesen, einmal gewonnen, einmal verloren. Ich bin immer gerne hierher gekommen, weil eben, es ist eine positive Stimmung. Man hat auch Respekt gegenüber dem Gegner und freut sich einfach, an das Spiel zu gehen. Und ich habe das immer sehr positiv wahrgenommen. Jetzt ist er selber Chef auf der Schütze, der Patrick Rahmen. 51 und erst seit ein paar Tagen verantwortlich für das Super League-Team vom FCW. Der ehemalige Trainer vom FC Basel ist bis letzte Woche noch Verantwortlicher für die Schweizer U21-Nazi gewesen. Du hast einen sicheren Job beim Verband. Du hast vorher Nummer 2 der Schweiz trainiert. Jetzt gehst du zur Winterthur, knapp Nummer 10. Das ist doch ein Abstieg. Nein, für mich nicht. Also ich glaube, es geht ja auch immer darum, was ist für eine Ausrichtung, was hat der Verein vor, was... Im FCB war es klar, dass du vorne mitspielen musst, dass du europäisch spielen musst. Und da ist es jetzt so, dass man auch ambitionierte Ziele hat, auch ein bisschen tiefer, dass wir uns etablieren in der Super League hier. Und ich glaube, die Art und Weise, wie man arbeitet, wie der Verein tickt und auch das ganze Umfeld ist, das werte ich als sehr, sehr positiv und attraktiv an. Und darum finde ich den FC Winterthur einen sehr spannenden Club. Du hast gesagt, das Umfeld, der Verein, der schafft, ist attraktiv. Wie kannst du das beschreiben? Was ist attraktiv? Ja, ich glaube einfach, dass man realistische Ziele sich setzen tut und dass man ein Umfeld hat, das sehr positiv ist und dass ein unheimlicher Zusammenhalt herrscht und dass man einfach will sehen, dass die Mannschaft schafft, dass sie Gas geben und dann auch wie die ganze Ausrichtung des Vereins ist, wie die Leute, die da sind, die schon länger zusammenarbeiten, die Werte verfolgen, dass man keine Luftschlösser baut, dass man will Schritt für Schritt weiterkommen. Und ich glaube, von dem her ist der FC Winterthur sehr attraktiv. Ort zum Arbeiten und eben, ich meine, jetzt sehen wir ja, das Stadion ist jetzt immer voll gewesen und jetzt sind auch die Vorverkäufe der Karten sind sehr zahlreich gewesen. Man hat ja auch gehört, dass wir sogar stoppen und von dem her können wir uns auch wieder auf eine gute Ambiance freuen und man sieht, also der FC Winterthur bewegt die Leute in der Stadt. Du willst mit dieser Mannschaft dich in der Super League etablieren. Gleichzeitig weiss man aber, das ist wahrscheinlich das zweitteuerste Budget. Das ist also eine Herkulesaufgabe. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, am Schluss am Ende geht es auch darum, dass man mit weniger Geld, mit einer Ausrichtung, die man hat, die halt einen enormen Zusammenhalt braucht, wo Solidarität da ist, wo ein unheimlicher Teamspirit herrschen tut, dass man gewisse Sachen kann kompensieren kann. Und ich glaube, am Schluss am Ende müssen wir auf diese Werte setzen und können aber umgekehrt auch jetzt auch einen nächsten Schritt machen aus meiner Sicht. Also letzte Saison hat der Bruno Berner hervorragende Arbeit gemacht. Man hat eine Ausrichtung gehabt, wo man wirklich gegen den Ball sehr gut geschafft hat.
Vorne hat man dann immer wieder auch eine Effizienz zeigen, indem man im richtigen Moment die Goal geschossen hat. Und ich glaube, jetzt mit den Zuzügen, die wir haben, können wir versuchen, einen nächsten Schritt zu machen, ohne dass wir eigentlich die Grundwerte, die Basics verloren, sondern dass wir auf dem Weg bleiben und aber versuchen, trotzdem ein bisschen mehr Ballbesitz reinzubekommen, ein bisschen mehr Kontrolle im Spiel zu haben, vielleicht auch mal höher angehen, so dass wir versuchen, sukzessiv Schritt für Schritt weiterzukommen. Einen kleinen Vorgeschmack hat es letzten Samstag beim Testspiel gegen den FC Aarau gegeben. Der ehemalige Konkurrent aus Challenge League-Zeiten ist über 90 Minuten dominiert worden. Einzig beim Goalschiessen hat der FC Winterthur noch nicht überzeugt. Seit letzter Woche arbeitet Patrick Rahmen mit dem Kader und er lernt die einzelnen Spieler kennen. Wobei, einen rechten Teil kennt er schon länger. Das sind 12 Spieler, die effektiv schon, die ich schon mal zusammenarbeiten durfte, in verschiedenen Vereinen, bei Basel, bei Luzern, bei der U21-Nationalmannschaft. Also es sind schon einige, die ein bisschen wissen, wie ich funktioniere und wie ich ticke. Also ich glaube, das ist auch nicht von Nachteil. Der Patrick Rahmen hat sich im letzten Jahrzehnt vor allem als Assistenztrainer einen Namen gemacht. Er hat zum Beispiel unter dem Thorsten Fink, dem Ciriaco Sforza und dem Markus Babbel geschafft. Hast du zu wenig Ellbogen, zu wenig Selbstvertrauen? Wieso ist das so passiert? Nein, das zu wenig Selbstvertrauen war nicht gut. Ich habe schon die ersten 10 Jahre habe ich eigentlich als Cheftrainer geschafft, aber einfach im Amateur- und im Ausbildungsbereich. Und dann hast du die Chance bekommen, mit dem Thorsten Fink mitzugehen auf Hamburg. Und das habe ich auch schon bewusst geworden, jetzt im Druck Sache weiterfüllen. Ja, ich sehe das schon als Karrieresprung, aber jetzt nicht unmittelbar als Trainer, sondern jetzt als Assistenttrainer. Und was da dazugehört, das weiß ich ganz genau. Und die nächsten 2,5 Jahre möchte ich da meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind. Ganze 4 Jahre hat er beim HSV als Assistenztrainer und als Chef Nachwuchs gearbeitet. Ein rechter Lehrplatz war das. Was hast du gelernt in Deutschland? Ich glaube, es war eine sehr wichtige Station für mich, dann vor allem auch medial. Also, als ich mit dem Thorsten Fink mitgegangen bin, du hast schon als Co-Trainer dort auch relativ viel mediale Sachen zu machen. Das heisst, du bist vor dem Spiel bist auch eingebunden. Du hast in der Halbzeit auch bei Sky, wo du mal Auskunft geben musst. Und das sind sicher Sachen, die ich früher nicht so kennt habe. Also wir haben früher als Spieler mal im Lokalradio ein Interview gegeben. Oder vielleicht mal im lokalen Fernsehen. Aber sonst war das eigentlich sehr selten der Fall gewesen. Und die ganze mediale Aufmerksamkeit hat sich natürlich in den letzten 20 Jahre extrem entwickelt, verändert und ich habe einfach dort mehr wissen, ja, auch in diesem Bereich weiter, oder habe mich weiterentwickeln können, haben wir sehr gut da. Heute mache ich die mediale Arbeit eigentlich auch gerne, weil ich einen wichtigen Teil des Trainers anschauen tue. Und dann ist sicher auch hat das ein bisschen die typischen schweizerischen Tugenden müssen ablegen, sondern vorausgehen und auch überzeugen und die Ellenbögen raus, so wie du am Anfang auch ein bisschen gesagt hast. Weil ich habe gemerkt, das ist Vogel Fritz oder stirb, oder? Und ich glaube aber auch, dass ich schon so wie gesehen bin, dass ich mit meiner Art können überzeugen konnte, dass ich in der Mannschaft ein gutes Standing hatte und der Thorsten Fink so eine optimal unterstützen hat mir aber dann eben den ganzen Weg hat mir auch wieder für das Selbstbewusstsein sehr gut da. Und als ich dann als Trainer wieder zurückgekommen bin, habe ich doch eben den Rucksack einiges mehr können füllen und habe dann mit einem guten Gefühl die Sachen erarbeitet. Dahin hängt ein Wimpel von St. Pauli, wo du gekommen bist, wo es geheißen, einer von den ersten, der geschrieben hat, ist ein Hamburger. Weil da ist eine gewisse Verbundenheit mit St. Pauli. Wie gehst du mit dieser Rivalität um? Ah, sehr gut eigentlich. Also ich bin ja auch als Angestellter vom HSV bin ich auch St. Pauli schauen. Also ich habe das eigentlich, ich glaube, als Hamburger ist etwas anderes. Da bist du entweder St. Pauli oder bist HSV. Aber ich habe meinen Arbeitgeber gehabt mit dem HSV aber ich bin auch gerne St. Pauli schauen. Die Ambiance, die halt komplett anders ist und auch ein bisschen anders aufgebaut ist. Ich konnte das gut trennen. Natürlich habe ich gewusst, wer mein Arbeitgeber ist, aber
Ich finde auch St. Pauli, ich glaube, die beiden Vereine, die tun dieser Stadt extrem gut. Und die Rivalität, sportliche Rivalität und die verschiedenen Ausrichtungen, die passen sehr gut in die Stadt hinein. Beim FC Aarau ist er zum ersten Mal Cheftrainer geworden. Und statt Biscay hat er jetzt halt SRF Auskunft gegeben. Er investiert viel Arbeit in die Beziehung zu seinen Spielern. Jeder ist ein wichtiges Puzzleteil, dass man den Turnaround schaffen tut. Und ja, auch in diesen Drucksituationen braucht es, oder vor allem in diesen Situationen, braucht es auch die Menschlichkeit gegenüber den Spielern, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt, dass man ihnen aufzeigt, dass man eben so etwas auch schaffen kann. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt gewesen. Dass die Stimmung in der Mannschaft nach 9 Spielen ohne Niederlage gut ist, versteht sich von selbst. Doch sogar während der Krise blieb der Grundtenor im Brücklifeld konstruktiv. Ja, mit viel Gespräch, mit einer Gelassenheit, die unglaublich ist. Jeder andere Trainer bei 6 Niederlagen wäre wahrscheinlich durchgetrüllt oder hätte uns wahrscheinlich auch ein bisschen Kritik geschossen da in den Medien. Er nicht, er hat sich vor uns gestellt und hat die Verantwortung auch ein bisschen auf sich genommen. Und das haben wir Spieler sehr geschätzt. Und ja, ich denke, es ist jetzt wirklich kein Zufall, dass wir Dritte sind. Ja, wenn du als Spieler jetzt, ich habe eine ordentliche Karriere gemacht als Spieler, aber natürlich nicht ganz im hohen Rampenlicht. Genau. Und ich glaube, dann hast du so eine Trainerschiene ganz oben. Du musst halt gleich ein bisschen mehr Geduld haben und die durchsetzen. Und wirst vielleicht auch von den Medien ein bisschen weniger schnell pushen. Also du musst das alles ein bisschen noch mehr erarbeiten. Ich will das nicht negativ sehen, sondern es ist halt einfach ein Fakt. Mit Aarau hat er dann nach einer spektakulären Aufholjagd in der Barrage eine bittere Enttäuschung erleben. Nach einem 4-0 Auswärtssieg in Neuenburg hat es im Rückspiel eine 0-4 Niederlage gegeben. Es ist zum Penaltyschiessen gekommen. Doch Geoffrey Seredier kann Aarau jetzt den Todesstoß verpassen und tut das. Xamax bleibt in der Super League mit einem der größten Wunder in der Geschichte des Schweizer Fußballs. Dreht ein 0-4 aus dem Hinspiel, besiegt den FC Aarau im Penaltyschießen. Barrage-Wahnsinn im Brücklifeld. Aarau scheitert. Xamax bleibt in der Super League. Es hat einfach irgendwie nicht sein wollen. Und da muss man halt auch irgendwann eine gewisse Akzeptanz finden. Hast du schon mal mit dem Ottmar Hitzfeld über das geredet? Weil er hat ja mit Bayern ziemlich etwas anderes erlebt. Hier gegen Manchester. Ja, also ich habe immer mal einen Austausch gehabt mit dem Ottmar Hitzfeld. Wir sind ein paar Mal zu Mittag gegessen er hat mir auch ganz klar gesagt, das sind Sachen, die gehören halt zu einer Trainerlaufbahn dazu. Es gibt Enttäuschungen, es gibt schöne Momente. Und, ich habe eine Akzeptanz für das gefunden. Das ist ein Teil jetzt von meinem Trainerweg, wo, wie gesagt, wo ich gerne verzichtet hätte. Ich wäre gerne aufgestiegen dort. Das haben wir vor allem für die Leute auch veto. Jetzt nicht nur jetzt für mich bezogen, sondern einfach für das ganze Umfeld. Von Aarau ist dann nach Basel gegangen. Allerdings nicht allzu lang. Der Trainerknall in Basel. Erst im Juli hatte Patrick Rahmen beim aktuellen Super League Dritten angeheuert und lag nach diesem Wochenende 10 Punkte hinter Lieder Zürich. Die Entlassung überrascht. Das war die grössere Enttäuschung im ersten Moment, als die Niederlage dort in der Barrage, die du vorher angetönt hast. Weil wenn du dann über 2 Punkte im Schnitt holst, ist das schon sehr schwer zu verkraften als Trainer im ersten Moment. Da fragst du dich dann schon, ja, wie kann so etwas möglich sein, oder? Und von dem her habe ich das aber auch können, irgendwie für mich richtig einordnen und jetzt im Nachhinein bin ich jetzt froh mit der erfolgreichen U21-Kampagne, dass ich auch mit voller Kraft und mit voller Überzeugung und mit einem guten Gefühl da kann beim FC Winterthur anfangen. 2-0 hat der FCW im ersten Spiel unter einem neuen Chef gewonnen. Positiven Anfang ist gemacht. Doch nicht nur die Mannschaft, auch das Stadion muss Patrick Rahmen noch genauer kennenlernen. Also das eine ist die Zielhubkurve mit den Kids. Und die Fankurve hat ja noch einen speziellen Namen. Die hat auch noch einen, ja. Bierkurve, richtig. Ja, natürlich. Logisch. Ich hoffe dann, wenn das Stadionumbau kommt, dass das bestehen bleibt.
Mit dem gewünscht ganz einen Haufen Fans. Okay, merci. Nein, ich hoffe, dass wir mit unserer Art und wie wir weiter Fußball spielen und wie wir auftreten, dass wir vor allem Fans gewinnen, nicht mit Haufen Worten, sondern mit Daten. Und in dem Sinne freue ich mich extrem auf meine Aufgabe hier. Okay, merci vielmals. Merci auch.